Hallo zusammen, ich habe das Thema Energielabel. Ich habe ein Video gemacht, verlinke ich euch in der Endcard, dass Absorberkühlgeräte und Hybridkühlgeräte, also Absorber, Peltier, Kompressor von der Energielabelpflicht erfüllt sind. Diese Kühlbox hier, das ist eine Kompressorkühlbox, ist nicht ganz das neueste Modell. Sehr robust, geschweißtes Aluminiumgehäuse und so weiter. Diese Box hat einen Gleichstromkompressor drin. Dieser Gleichstromkompressor läuft mit Gleichstrom 12 Volt, hat etwa 12 mal weniger Energieverbrauch wie ein thermoelektrisches Gerät und etwa 8 mal weniger Energieverbrauch wie ein Absorberkühlgerät. Aber dieses Gerät ist, wenn ich das 12 Volt betreibe, nicht energielabelpflichtig. Wir gehen hinter das Gesetz und da wird es dann kompliziert. Und zwar Absatz 2, Artikel 31. Das ist definiert, was ein Mobilkühlgerät ist. Das seht ihr hier unten. Und im letzten steht, ein Gerät, das mit einem Gleichrichter in Verkehr gebracht wird, ist kein mobiles Kühlgerät. Wenn ich jetzt diesen Netzadapter, Kabel runter, das ist ein Netzadapter, moderne Technik, großer Wirkungsgrad und so weiter. Und ich betreibe diese Box. Mit diesem Netzadapter ist sie energielabelpflichtig. Wenn dieser Netzadapter in der Box drin verbaut ist, ist das ganz klar. Ich speise ein mit 230 Volt. Wechsle das um in diesem Gleichrichter. Jetzt müssen wir noch definieren, das englische Gesetz steht nicht Gleichrichter, sondern in der englischen Version steht AC-DC-Konverter. Auf Deutsch gesagt, Wechselstrom-Gleichstrom-Wandler. Wenn das Netzgerät in der Box drin montiert ist, brauche ich ganz klar ein Energielabel. Weil die Box wird mit diesem Wechselstrom-Gleichstromwandler betrieben. Ist das Teil außen dran geklebt mit dem Klettband, ist es zu Box? Okay, brauche ich auch ein Energielabel für diese Box. Verkaufe ich die Box mit dem Netzgerät oder AC-DC Konverter oder Wandler, ja, dann braucht die Box an sich auch ein Energielabel. Besteht die Möglichkeit, dass diese Box mit solch einem Wandler verkauft wird, dann habe ich ja, auch wenn ich diese Teile separat kaufe, separat anbiete und oder ich verkaufe die miteinander. Ich bringe diese Box mit diesem Wandler in den Verkehr, dann brauche ich ein Energielabel. Auf welchen Strom messe ich dann? Den 230 Volt, der dieses Netzgerät braucht? Oder den Strom, der tatsächlich nur von der Box bezogen wird. Eigentlich 230 Volt. Also da sind wir richtig im Schwimmfest. Also für diese Box hier, mit diesem Kompressor, das ist ein Danfoss BD3F,
Das ist ein richtiger Gleichstrommotor, elektronisch kommutiert, aber ist ein Gleichstrommotor. Für diesen brauche ich ein Energielevel. Außer ich sage, ihr dürft das nicht mit so einem Netzgerät betreiben. Also diese Boxen brauchen ein Energielabel und hier in diesem Video habe ich euch verlinkt Boxen, die kein Energielabel brauchen, ob Sohn, Sie, sage und schreibe 8 bis 12 Mal mehr Energie brauchen als diese Box hier. Ich wünsche euch einen schönen Tag.